Das Thema wollen wir ein bisschen vertiefen. Aus Heiligendamm zugeschaltet ist Weltärztepräsident Frank-Ulrich Montgomery. Schönen guten Tag. Hallo, guten Morgen, Frau Pochhammer. Also, Deutschland hält ja nun trotz niedriger Inzidenzen an zahlreichen Beschränkungen fest. Ist das für Sie jetzt die richtige Strategie oder sollte man deutlich mehr lockern, zum Beispiel beim Thema Schulen? Also es ist in meinen Augen die richtige Strategie. Aus der reinen Wissenschaft der Medizin heraus muss man ja sagen, wäre es uns lieb, wenn bis unter 20 möglichst viel zubliebe und gedrosselt würde. Wir dürfen nicht auf einem zu hohen Niveau wieder aufmachen. Aber wir müssen natürlich auch die anderen Effekte, sei es die sozialpsychologischen Folgen bei Kindern, sei es die ökonomischen Folgen in Gastronomie und Künstler und Ähnlichem und die Grundrechtseinschränkungen beachten. Nimmt man diese vier Punkte zusammen, können wir vorsichtig und langsam aufmachen, etwas mehr aufmachen, aber immer schön aufpassen, schön Werte messen, damit wir merken, falls das Virus wieder zuschlägt. Man vergleicht sich ja immer ganz gerne mit dem Nachbarn. Andere Länder, hat man das Gefühl, sind mutiger, trotz höherer Infektionszahlen. Wie stehen wir denn tatsächlich im internationalen Vergleich da? Also im internationalen Vergleich stehen wir unter den Ländern mit freiheitlich-demokratischen, offenen sozial- und politischen Systemen immer noch mit am besten da. Die Länder um uns herum, seien es nun unsere direkten Nachbarn, die jetzt wieder mehr aufmachen, trotz höherer Inzidenzzahlen, haben auch sehr viel höhere Todeszahlen in der Vergangenheit zu beklagen gehabt. Also unser System ist schon ganz gut, wenn man alles zusammennimmt, und Vorsicht ist immer gut. Länder mit autoritären Gesellschaftsordnungen wie China oder auch Korea oder letztlich auch Taiwan, die haben natürlich sehr viel bessere Zahlen, sowohl was die Neuinfektionen wie auch was die Todeszahlen angeht. Aber deren Gesellschaftssysteme, deren politische Systeme wollen wir auch um den Preis, glaube ich, nicht haben. Schauen wir mal auf das Thema Impfen. Die STIKO, die will jetzt keine Impfungen für Kinder empfehlen. Warum ist diese Gruppe immer noch außen vor? Also dafür gibt es zwei Gründe. Der erste Grund ist, es gibt bisher nicht ausreichend Daten aus unabhängigen und geprüften Studien mit Kindern. Das heißt, wir wissen gar nicht genau, wie groß das Risiko für Kinder ist, unter der Impfung Impfschäden zu erleiden. Das müsste dann in einem zweiten Schritt von der STIKO, der Ständigen Impfkommission, gegengeprüft werden, gegen das Risiko, das die Erkrankung für die Kinder darstellt. Und da stellen wir fest, dass das Risiko der Erkrankung bei Kindern ausgesprochen gering ist, also schwer zu erkranken. Sie kriegen eine Erkältung, sie kriegen Schnupfen, sie werden ein bisschen krank, aber die schweren Verläufe sehen wir eigentlich erst in den höheren Altersgruppen. Und wenn man jetzt das Risiko der Erkrankung für ein Kind gegen das Risiko der Impfung für ein Kind abwägt, dann muss man sich sicher sein, dass das Risiko der Impfung geringer ist als das der Erkrankung. Wenn am Ende die STIKO zu der Überlegung kommt, dass man Kinder nicht impfen sollte, dann heißt das umso mehr, dass alle anderen Risikopersonen aus den älteren und gefährdeteren Risikogruppen, die müssen sich dann umso mehr impfen lassen. Das heißt, wir müssen dann die Impfgegner und die Impfskeptiker überzeugen, zum Schutz der Kinder und von uns selber, damit wir Herdenimmunität erreichen. Nun wird auch hierzulande und besonders auch in anderen europäischen Ländern immer wieder genörgelt, sage ich jetzt mal. Wir hätten nicht genügend Impfstoff, es sei so viel bestellt worden, es käme aber eben nichts genügend an. Jetzt sagt die WHO allerdings, also man sollte auch mal ein bisschen auf die Schwellenländer schauen. Da sei kaum noch einer geimpft und es sei nun mal eine globale Pandemie. Müssen wir jetzt nicht auch vielleicht an dem Status, an dem wir jetzt sind, auch mal ein bisschen an die anderen denken? Also das ist alles richtig und es ist gleichwohl Jammern auf hohem Niveau. Also erstens, man kann den Impfstoff nicht einfach in der Küche kochen. Das sind hochkomplexe Fertigungsanlagen, in denen auch sehr schnell mal was schief geht. Und deswegen haben wir immer wieder das Problem der Lieferausfälle, weil auch einfach schlicht und einfach mal eine ganze Charge in so einer Fabrik nicht verwendet werden kann. Zweitens, es ist natürlich illusionär zu glauben, dass die Länder, die mit hohen Investitionsmitteln und auch gedrängt von ihrer Bevölkerung die Impfstoffe entwickelt und produziert haben, ihre eigene Bevölkerung nicht impfen, sondern aus reinem Altruismus andere Bevölkerungen opfern. Das ist einfach nicht realistisch, so zu denken. Und deswegen ist es gut,
dass wir heute erstmal versuchen, auch alle unsere eigenen Bevölkerungen zu impfen in den reichen Ländern und möglichst viel Impfstoff abzuzweigen für Schwellenländern. Wenn wir dann irgendwann mal ausreichend Impfstoff überall auf der Welt produzieren, dann wird sich dieses Problem von selber lösen. Aber ich glaube, jetzt darüber große Klagen anzustellen und zu jammern, hilft nicht wirklich weiter. Sagt Frank-Ulrich Montgomery. Dankeschön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich danke Ihnen, Frau Kochhammer.